Ja, Christa Rigozzi moderiert jetzt eine Polizsendung mit seriösen Themen und seriöser Moderation. Ist das gut? Ist das schlecht? Sagen Sie es mir. Ich höre Sie nicht so gut. Was sagen Sie dazu? Jetzt gibt es natürlich sofort die, die in den Kommentarspalten reinmotzen. Was soll das? Ein Ex-Miss Blond in der Arena? Sind der vollweich? Da sage ich nur, selber vollweich, du sexistischer Kommentartroll. Christa Rigozzi ist nicht nur ein Ex-Miss, sondern auch ein Ex-Studi mit einem Abschluss in Kommunikationswissenschaften und Kriminologie. Und zwar mit einem 5,5er. Ich weiss nicht, warum so ein Brain in die Z-Arena moderieren. Maestro Renzo wünsche Ihnen viel Vergnügen. Okay, Frau Rigozzi macht ein bisschen Werbung. Nicht ganz nach SRF-Leitlinie für Moderatoren, aber hey, es ist ja nur ein Kaffee. Wow! Christa! Ich kaufe auch immer gerne hier. Ciao a tutti! Ich freue mich sehr. Was gefällt dir am neuen Shop in Tivoli am besten? Okay, sie macht viel Werbung. Aber ich meine, es sind ja alles nur harmlose Konsumgüter. Und dazu ist sich Christa Rigozzi ihrer Verantwortung als Verführerin, als Verkäuferin durchaus bewusst. Im 2010 hat sie nämlich für Pro Juventute vor ganz vielen Kindern erzählt, wie wichtig das es ist, dass man spart, bevor man etwas kauft. Aber heutzutage die Kinder sehen, dass die Eltern immer mit diesen Kreditkarten bezahlen, aber sie wissen nicht, dass man muss arbeiten, verdienen. Et voilà, Rigozzi ist ein gutes Vorbild. Pro sparen und darum voll easy als Arena-Moderatorin. Heute will ich wissen, warum die Kunden sich bei Cembra Moneybank so gut aufgehoben fühlen. Bei mir ist Frau Rodriguez, sie möchte ihre Raten anpassen lassen. Wenn ein Kredit Sinn macht, einfach Cembra. Christa! Einfach. Claudio hat gerade seinen Kredit beantragt. Hey, was geht hier ab? Da hat jemand eine persönliche Kreditberatung. Eine Frau kommt rein und weiss Bescheid über alles, was sie besprochen haben. Also, dieser Bank vertraue ich sehr gern. Wollen Sie zu mir? Kommen Sie doch gleich mit. Was bietet die hier noch für Service an? Einfach Cembra. Also gut, vielleicht haben wir doch ein Problem mit der Frau Rigozzi. Sie macht Werbung für eine Bank, die Kleinkredit vergibt. Kleinkredit für Leute, die eh schon keinen Stutz haben und nachher 8% Zins zahlen müssen. Kleinkredit, das sind Schulden für Leute, die sich keine Schulden leisten können. Darum, liebe Verantwortliche vom SRF, es ist toll, wenn ihr wollt, dass sich mehr Leute für politische und gesellschaftlich relevante Themen interessieren und ihr jetzt darum auch eine populäre Moderatorin wie Christa Rigozzi einstellt. Aber eure Glaubwürdigkeit, die Glaubwürdigkeit, die eure Journalisten in Tausenden von Stunden SRF-Informationssendungen aufgebaut haben, die Glaubwürdigkeit, die verschenkt ihr Christa Rigozzi, wo nachher, währenddem sie bei euch eine politisch seriöse Sendung moderiert, im Internet und auf der Plakatwand allen Leuten sagt, hey, kauft Jockey, Multimedia, Abos, Möbel, Auto und kauft mein Buch. Aha. 160 Seiten, 200 Bilder für nur 24,70 Franken. Und falls ihr euch das jetzt nicht leisten könnt, dann... Einfach Cembra.